ihr fahrt auch VW Lupo oder Seat Arosa, habt einen 1 Liter Motor und habt öfter mal Leerlaufschwankungen oder die Motorkontrolllampe an, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr den Fehler beheben könnt. Zuerst schnappt ihr euch eine Wasserpumpzange und löst diese Schelle und zieht anschließend diesen Schlauch heraus. Anschließend löst ihr diese beiden 10er Schrauben, um die Motorabdeckung und gleichzeitig den Luftfilterkasten abzubekommen. Bevor ihr die Abdeckung ganz abnehmen könnt, müsst ihr zunächst die Zündkabel aus der Abdeckung entfernen. Diese müsst ihr nicht am Zündverteiler abmachen, sondern lediglich aus der Abdeckung lösen. Und anschließend diesen Schlauch und diese beiden Schläuche vom Luftfilterkasten abziehen. Nun könnt ihr mit einem kräftigen Ruck die Motorabdeckung bzw. den Luftfilterkasten nach oben hin abziehen. Nun schaut ihr in der Drosselklappe nach diesem Ventil und schaut euch diesen Schlauch dazu an. In der Regel ist er nach über 10 Jahren hier an der Seite gerissen, deutlich zu sehen. Dadurch können Leerlaufschwankungen entstehen und durch den direkten Eingriff am AGR-Ventil auch sporadische AGR-Ventilfehler und das Leuchten der Motorkontrolllampe. Den passenden Ersatzschlauch gibt es nicht mehr bei VW, auch nicht mehr bei Volkswagen Classic Parts. Den passenden Link zum Produkt findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Nun müsst ihr noch mit etwas Kraft den Schlauch hier oben und da unten an der Drosselklappe abziehen und durch den neuen ersetzen. Es kann hilfreich sein, diese beiden Schrauben zu lösen, welche das Ventil halten, um leichter den Schlauch abziehen zu können. Wenn ihr den Schlauch erneuert habt, macht es auch immer Sinn, nach dem Zustand der anderen Unterdruckschläuche zu schauen. In der Regel sind alle Gummis, also alle Schläuche gleich alt. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein weiterer Schlauch kaputt ist, relativ hoch. Eine Stelle, die ich euch auf jeden Fall ans Herzen legen möchte, welches die meisten von euch auch schon kennen, ist dieser Schlauch, der von der Unsaugbrücke abgeht und zum Bremskraftverstärker geht. Dieser reißt oft hier unten im Bereich des Gummis ein. Typische Symptome sind dann Geräusche, die sich bei Treten der Bremse verändern und irgendwann, je nachdem wie groß das Leck ist, eine schwer zu tretende Bremse, da der Unterdruck für den Bremskraftverstärker fehlt. Hier also Obacht. Wenn ihr den Unterdruckschlauch erneuert habt und sonst keine weiteren Auffälligkeiten gesehen habt, könnt ihr jetzt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und wieder Spaß mit eurem Auto haben. Wenn ihr noch weitere Fragen, Anregungen oder Tipps habt, gerne in die Kommentare. Und dabei bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Like das Video, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.